Und damit ein herzliches Willkommen zurück in Hirschfelden. Wir haben es geschafft. Es ist gleich 5 Uhr, das heißt, der Tag bricht an. Ich möchte gerne hier in diese Richtung einfach nur gehen. Also das ist schon das Ziel da drüben, dieses Fragezeichen. Da ist es. Und auf dem Weg dorthin kann man ja eventuell das ein oder andere Tier erlegen. Wir können aber ruhig mal ein bisschen langsamer gehen, denn es wird ja gleich hell. Das heißt, wir können jetzt auch gleich schon wieder ein paar Spuren entdecken, was wir in den letzten 2 Folgen ja nicht konnten, da es die ganze Zeit dunkel gewesen ist. Aber das Gute ist, aufgrund dessen, dass wir jetzt einen Unterschlupf zur Verfügung haben, können wir auch jetzt die Schnellreise benutzen. Also schnell dorthin reisen, übernachten. Und die Übernachtung ist teuer, die kostet 250. Was haben wir an Geld? 4.618. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich weiß auch nicht, ob es wenig ist. Man könnte aber jetzt wo ich weiß, wie viel Geld wir haben, so einen Hochsitz bauen und mich dort einfach langweilig niederlassen. Und dann auf alles schießen, was er vorbeirennt. So, gehen wir mal, wie gesagt, wir gehen mal ein bisschen gemütlich. Auf Hoffnung, auf diese Art und Weise jetzt mal den großen Fang zu machen. Na, wir möchten ja, also ich möchte natürlich noch ein paar Level aufsteigen, vor allen Dingen mit dieser Waffe. Ich meine, es gibt ja definitiv hier einige Skills. Na komm, da, Fertigkeiten zum Beispiel. Dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Vorteil ist, das wäre das nächste, da Gewehre. Stufe 1. Du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen. Ja, das ist ja auch schon. Oh, guck mal, das ist zum Beispiel sehr nett von ihr. Hat ihr uns direkt mal ein paar Spuren zugeschickt. Oh, Warnruf, ein Dammhirsch. Ich laufe auch mit dem Wind, ne? Das ist auch wieder... Vielleicht habe ich aber trotzdem Glück. Okay, hier drüben ist jetzt erstmal die Spur. Ruhegebiet entdeckt. Okay, cool. Da hinten. Ja, okay, dann capture ich jetzt hier mal das. Spur untersuchen. 0 bis 5:30 Uhr, okay. Wir müssten ja also hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal nach da oben. Diese 100 Meter. Ah, guck mal da. Damit kann ich ja wenigstens arbeiten, ne? Dammhirsch trabend. So, in diese Richtung. Wir werfen jetzt schon mal einen Blick hier rüber. In irgendeine Richtung muss er schließlich gegangen sein. Da hinten geht es weiter, glaube ich. Ja, Ruhegebiet entdeckt. Schön und gut. Wie spät haben wir es denn? 5.09 Uhr. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall hin zu dieser Sehenswürdigkeit.
Und dann dürften wir auch. Ah, gut, das ist so ein Bunker. Kann man da auch reingehen? Das macht. Das ist jetzt ja. Okay, das gehört dazu. Nee. Da kann man leider nicht reingehen. Was ist leider? Ich meine, was will ich da drin? Ich meine, das ist ein. Zwischen den Bäumen liegt dieser Bunker versteckt, den die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg nutzte. Hey, cool. Ein Vorteil. Nehmen wir Gewehre. Ja, wie ich schon sagte, hier das Ding. Und dann gehen wir mal wieder. Welche Richtung wollen wir denn jetzt? Mal so langsam in diese Richtung gehen, würde ich sagen. Ja, hauptsächlich so über die Felder da drüben. Die würden mich ja auch sehr interessieren. Denn, wie gesagt, ich möchte. Ein Tier erlegen. Groß. Vier Beine. Und am besten nicht mit der Windrichtung. Heißt, wenn wir gleich hier unten sind, kann ich mal einen Blick darüber werfen. Ich kann ja auch jetzt schon mal anfangen, mal darüber zu gucken, ob man irgendwo irgendwas sieht. Nein, leider nicht. Macht aber nichts. Ah, guck mal, da unten ist eine Spur. Oder beziehungsweise eine Losung ist das, oder? Ja. Dammhirsch frisch. Ist das die richtige Richtung? Ja, trabend. Also er weiß, dass ich ihn verfolge. Sprayen wir doch gerade mal. Ah, das hasse ich, ne? Jetzt zeigt das Ding wieder in die andere Richtung. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich diese Spuren da drüben verfolgen muss. Ne, der zeigt jetzt Sound wieder in die Richtung. Ist das irritierend. Denn diese zeigen in die Richtung. Ist er hier? Was hat er denn hier gemacht? Dann ist er erst in diese Richtung gelaufen. Jetzt noch eine Losung. Die ist frisch. Das heißt, er ist ja definitiv gerade erst in die Richtung gelaufen. Vielleicht sollte ich mal langsam einen Tick. Er ist ja wieder trabend unterwegs gewesen. Ja, wir gehen einfach mal hier drum herum. Da hinten sind die nächsten Spuren.
irgendwo werde ich ihn doch erwischen, oder? Also hoffe ich mal zumindest. Okay. Sehe ich ihn vielleicht sogar von hier aus irgendwie? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Ich meine, der muss ja zwangsläufig irgendwo anhalten, oder? Da drüben ist wieder eine Losung. Willst du mich verarschen? Er zeigt es wieder in die Richtung. Dann gehen wir mal rüber zu der Losung. Losung ist frisch. Ja, aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja, und die zeigt jetzt auch wieder in die Richtung. Was soll das denn? Es kann ja nicht sein, dass die Spuren einfach da aufhören. Eigentlich. Ach komm, gehen wir weiter. Mal einen Blick hier rüber. Sprinten wir mal ein kurzes Stück. Gar nichts zu sehen hier. Wir laufen natürlich wieder mit dem Wind, ne? Ach, ist das nervig. Haben wir sonst hier irgendwas Interessantes in der Nähe? Ne, das sind die ganzen Fußspuren nur. Ja, 600 Meter. Okay, dann laufen wir jetzt hier drüben zu den ersten Bäumen und dann bewegen wir uns mal nach rechts oben. Also dahin. Auf Hoffnung quasi, dass da oben irgendwas die Richtung auf uns wartet. Hier sind auch nirgends irgendwelche Spuren. Okay, mal einen Blick hinten aufs Feld werfen. Nee. Gar nichts. Warnruf Reh. Okay, wir laufen mal hier oben weiter. Ich meine, das ganze Gesprinte ist mir auch klar, dass das nicht das Wahre ist, ne? Aber ich kann ja nicht jetzt hier die ganze Zeit durchkriechen und nichts tun. Was haben wir jetzt hier? Ah, hier ist das Reh. Die Spur vom Reh. Nein. Ich sehe keine Tiere. Das ist doof.
Okay, das Reh sehe ich da unten. Da möchte ich jetzt hin. Bin mal gespannt, wie lange das hält, dieser Duftneutralisierer. Und da gehen wir jetzt hin. So nah ran wie möglich. Und so weit. Also ich möchte auf der Seite bleiben, damit es mich halt nicht riechen kann, ne? Zumindest ist das mein Plan. Und es soll mich ja auch nicht sehen. Ich denke so, wenn ich jetzt hier zwischen diesen Bäumen da bin, werde ich nochmal ansetzen. Ich denke, wenn es jetzt hier nach rechts abhauen sollte, also nach Westen, dann hätte ich es gesehen. Da ist es. Ja, ein Stück können wir noch. Oh, verdammt, das eine hat mich gesehen. Ah, versuche ich es noch näher? Ich versuche es. Okay, wir gehen ein bisschen, noch einen Ticken langsamer. Und jetzt legen wir uns hin. So. Wie sieht's aus? Bekomme ich dich jetzt schön ins Visier? Ich würde sagen, ja, sieht gut aus, oder? Ja, das versuchen wir. Okay, super. Ich habe es getroffen. Aufstehen und hinterher. Das war klasse. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch noch vernünftig getroffen. Und nicht nur, dass es jetzt ein bisschen ein Streifschuss war oder sowas. Da habe ich gar kein Interesse dran. Hier vorne ist es. Keine Organe getroffen, gerade eben. Ja, dieses Flugzeug da nervt. Sieht man das Flugzeug eigentlich auch? Nee. Da lang. Ah, das waren nur Pflanzen. Gott, hat ein gutes Stück zurückgelegt bis jetzt, ne? Ah, es blutet immer noch. Blutungsspur. Blutungsgrad sehr gering. Oh. Ich denke, ab hier oben sollte ich wieder einen Ticken langsamer gehen, oder? Ah, da liegt es doch. Perfekt. Da haben wir es doch. Trophäe bestätigen. 25 Sitzungspunkte. Okay. Ich habe echt nur das Bein erwischt. Oh, verdammt. Okay. Okay, aber ich hab ein Reh erledigt. Ist jetzt ja nicht so das Krasseste gewesen, aber immerhin, es war ein Reh. Und damit bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zusehen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.